Hallöchen, ich habe euch einen Computer gezeigt. Davon haben wir 15 verschiedene, groß, mittel, klein. Ich habe jetzt mal recherchiert, MSI und andere Boards, Turbo Boards, die auch i9 Chipsatz aufsetzen könnte. Also i7 haben wir überwiegend, i5, i3 habe ich ja schon mal erklärt. Jedenfalls jetzt, unsere Boards haben leider kein TCM 2.0. Können wir nicht nachrüsten, geht nicht. Wie gesagt, ComWeb ist eine Firma, mit denen wir zusammenarbeiten. Und dann hier nebenan Computertechnik und wir sind die Medien. So, wir sind die Medien. Wir brauchen an sich nur einen Computer, der funktioniert. So. Die Anwälte brauchen nur einen Computer, der funktioniert. Die brauchen kein Hightech. Das ist nämlich an alle gerichtet, die jetzt sofort loslegen und immer über uns herfallen. Könnt ihr ja, dürft ihr ja, habt ihr was zu tun. Jeder Beruf hat etwas, was er benötigt. Mehr nicht. Ihr seid Nerds, ihr seid Spieler, ihr habt 4,6 Millionen Zuschauer, weil ihr spielt. Ist okay, alles okay. So, wir stellen halt nur her, aber wir sind ja nicht die Hersteller. Wir können ja auch nur das konfigurieren, was ihr haben wollt. Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist einfach nicht mehr so leicht, irgendwas zu bekommen. Ja? So. Mein Kollege ist gerade vertröstet worden, dass er warten muss. Der muss richtig warten. Ja? Er kriegt also kaum Ware. Motherboards zum Beispiel. Die habe ich mir auch gerade gefragt. Guck mal in den Preis raus. Es gibt ja MSC, also es gibt Boards, wo der Chipsatz mit drauf ist, den wir brauchen für Win 11. Punkt. Wir haben auch gerade gefragt, die Anwälte, braucht ihr überhaupt Win 11? Nö, wir brauchen nur ein Gerät, was funktioniert. So. Weil alles demnächst eingescannt wird, Anwälte müssen einscannen, dann zum Gericht schicken. Aber die Anwälte kommen ja mit dieser Technik auch gar nicht klar. Und die müssen sich auch einlesen, denn einscannen, wegschicken, es muss auch ein sogenannter Recall stattfinden, dass das wirklich tatsächlich angekommen ist, aber beim Richter und nicht bei der Dienststelle. Na, sind so Sachen. Wo will ich heute hinaus? Ich will heute hinaus, dass wir, wie gesagt, Win 11 hätten gerne. Ist aber nicht möglich. Ich habe gerade Kollege gefragt, im Notfall muss ich halt ComWeb fragen, den Herrn de Vries, dass ich da an irgendein Motherboard komme, das werde ich auch sicherlich gleich machen. Einen Rechner werde ich mir sicherlich zu Weihnachten umbauen, ob ich dann direkt auf einen neuen gehe, weil dann habe ich auch immer was über. Auf eine Art ist Nachrüsten, wenn ich ganz ehrlich gestehen darf, totaler Schwachsinn. Wenn ich jetzt nachrüste, also ich kaufe jetzt ein Motherboard, dann habe ich dieses Motherboard über. Dann kaufe ich mir ein Case, packe das Motherboard in das Case. Der Chipsatz ist ja da drauf, lasse ich ihn drauf oder kaufe ich direkt einen neuen Chipsatz. Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass diese Schrauberei, die wir so gerne früher gemacht haben, heutzutage gar nicht mehr lohnt. Ja, man geht irgendwo hin zu einer Firma und sagt, guten Tag, ich hätte gern einen Rechner für diesen Zweck. Mehr nicht. So, wenn ihr natürlich Ahnung habt, kann man euch auch keinen Müll verkaufen. Feierabend. Na, ihr lasst euch das Gerät öffnen, schaut rein. Aha, aha, aha. Okay, nehme ich. Gut. Das ist jetzt unsere Fakultät, unser Alter. Wir machen das so. Wie die Jugend das macht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, die macht das halt. Wie komme ich heute darauf, weil ich viele Jugendliche heute hier hatte und denen, ist mir egal. Gut, es gibt welche, die schrauben gern, weil sie das gerne hier wollen, die tüfteln, und es gibt welche, die wollen nur spielen und gut ist. Ja, ist halt so. Mir fällt halt auf, dass es nicht mehr so ist, wie es mal war. Vor 60 Jahren, wo wir jetzt, ich rede jetzt von unserem Zyklus, okay? Ich kann auch 50 Jahre nehmen. Also diesem Zyklus, wo alles so langsam
in die Gänge. Wir haben auch gerade World Wide Web 30 Jahre, ist jetzt schon 32 Jahre alt. Also ab 1.1. ist World Wide Web 32 Jahre alt. Bleistift, Computer ist uralt, der hat sich halt entwickelt. Aber die Frage lautet doch, wir alle sind Anwender. So, du bist zum Beispiel ein PlayStation-Anhänger von null, vom ersten angefangen, den hast du umgerüstet, ihr wisst schon, was ich meine, okay, bis hin jetzt den Fünfer, ja, demnächst, ist so, sag ich jetzt mal. Bei Xbox genauso, die hieß vorher Sega, die Sega-Box wurde dann durch Microsoft aufkaufen, dann zur nächsten Box etc. pp. Kann sein, während ihr dieses Video seht, in irgendeiner Zeitepoche, dass schon ganz andere Sachen erschienen sind. Worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, als Anwender, genannt User, muss doch ein Computer einfach nur funktionieren. So, wir können natürlich jetzt die Festplatten austauschen, SSD einsetzen und schon läuft die Sache komplett anders. Ist so. Und ich überlege gerade, soll ich mir ein Motherboard holen, das Gerät auseinandernehmen, das Motherboard dort einsetzen, alles anschließen und sagen, yippie, jetzt habe ich Win 11. Weiß ich wirklich nicht. Also meine Kundschaft brauchen es nicht. Wie gesagt, Anwälte, Ärzte kriegen ja vom Support ihre Sachen aufgespielt, hat mit Windows überhaupt nichts mehr zu tun. Die haben ja ein einfaches Programm, das aufgespielt wurde und dann war es das. Ne? Hallöchen, wie immer. Jo.